Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem Capri Sun Jungle Drink im Test. Ja, und ihr habt es richtig gecheckt, es ist ein Comeback. Die Capri Sonne, sage ich jetzt mal, heißt jetzt Capri Sun Jungle Drink, ist wieder da. Ich habe sie damals nie probiert, aber ich freue mich, sie jetzt zu probieren und habe zur Feier des Tages auch dieses affige T-Shirt rausgesucht. Manchmal kaufe ich mir T-Shirts, die sind mir so peinlich, dass ich sie niemals mehr anziehen würde. Aber das hier hat jetzt endlich seine Bestimmung gefunden, ihr Lieben. Das tolle Orang-Utan-Shirt, damals irgendwo für viel Geld im Internet bestellt. Animal Print, ich fand das irgendwie niedlich. Ich habe keinen Anlass gefunden und peinlich ist mir hier sowieso nichts. Deswegen habe ich gedacht, Capri Sun, Jungle Drink und Junkfood Gurus, Orang-Utan-Shirt. Beste Kombi für dieses Video. Falls es euch irgendwann ein bisschen langweilig werden sollte, schaut mir in die Augen, ihr Lieben. Ja, 6 verschiedene Tierdesigns sind übrigens nämlich auch drauf. Es gibt einen Affen, es gibt einen Panda, es gibt einen Faultier, dann gibt es einen Tukan. Das ist echt ganz, ganz niedlich gemacht. Aber was ist drauf und was ist drin, ist natürlich noch so eine andere Frage. Ja, hier ist Zitronensaft mit drin, Guavensaft, Orangensaft, Maracuja-Saft. Ist hier auch noch drin. Es ist ein Meerfrucht-Erfrischungsgetränk. Natürlich ist hier auch Zucker drin mit 10% Fruchtgehalt, quasi halt so ein süßer Snack zum Trinken. Auch schaut mal, hier ist das Faultier. Echt ein cooles Design. Dschungelcamp geht ja gerade auch wieder los. Ich bin ein riesiger Fan. Und oh, ich habe den Affen erwischt. Den werde ich hier gleich mal öffnen. Jetzt neu mit Papierstrohhalm. Ja, ich weiß, Papierstrohhalm ist immer noch nicht, es setzt diesen Plastikstrohhalm echt nicht ideal. Es ist schwierig mit dem Einstecken, aber ich bin mir sicher, in naher Zukunft wird da irgendeine schöne, festere Variante garantiert auftauchen, die garantiert auch nachhaltig ist. Übergangsphasen sind manchmal so ein bisschen schwierig, ja. Trotzdem sollten wir uns das Plastik jetzt nicht hier zurückwünschen. Es muss was anderes geben zwischen lömmeligen Papierstrohhalm, der echt sich auch ungünstig anfühlt, und Plastik, was 3000 Jahre später immer noch irgendwo auftaucht. So, deswegen höre ich jetzt auf rumzujammern und steche. Ich habe den jetzt mit Absicht so ein bisschen aufgeknickt. Reinstechen geht auf jeden Fall auch. So, jetzt wird mal probiert. Oh, ich finde, es schmeckt wirklich so als tropische Geschmacksrichtung. Erinnert mich so an so manch. Ich muss jetzt so ein bisschen an dieses tropische Kaugummi denken hier vom Hey Moritz. Das finde ich auch sehr lecker. Hier kommt tatsächlich so ein bisschen diese Maracuja-Note durch und Guave. Ich fand, als Kind habe ich zum allerersten Mal Guave getrunken und war so neugierig, wie das schmeckt. Hat ja auch so sehr so einen ganz bestimmten fruchtigen Geschmack. So ein bisschen mehlig will ich nicht sagen, aber vielleicht, heute ist mein Lieblingswort selmig. Guave hat auf jeden Fall einen bestimmten Geschmack. Sehr charakteristisch, meine ich. Deswegen schmeckt man den raus. Zitrone ist zitronig halt. Orange wahrscheinlich auch so ein bisschen als Basis. Und ihr wollt bestimmt wissen, wie sieht denn das farblich aus? Und dafür hole ich jetzt mal mein Lieblingsglas raus. Ja. Wenn ich bloß wüsste, was ich im Schrank hätte. Ist natürlich, ist mein Lieblingsglas jetzt irgendwo. Ach nee, doch. Hier oben ist es. Ha! Ich dachte schon, es wäre eine Geschirrspülmaschine. Ist es aber nicht. Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich will euch ja auch zeigen, wie das aussieht. Und deswegen mache ich so ein bisschen. Versuche ich die Capri-Sonne hier zu melken, was natürlich auch hier ein absoluter Fail ist. Naja, aber hier könnt ihr es sehen, ne? So ist die Konsistenz der Capri-Sonne. Interessant. Es kommt so ein bisschen was raus. Wenn das so bei euch läuft, dann ist es Zeit, zum Arzt zu gehen. Es sollten nämlich wesentlich flüssiger rauskommen. Finde ich lecker. Vom Geschmack her schön süß. So als Durstlöscher empfehle ich immer Wasser. Aber für so einen kleinen süßen Heißhunger für zwischendurch finde ich das ganz lecker, ihr Lieben. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die Dschungelsorte 8 gute Punkte. Ja, es ist eine glatte 8, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!